Was siehst du? Hinein in die gute Stube, wa? Oder wie sagt man so schön? In den Haaren. Eunuchen. So, wir öffnen mal kurz den Kodex. Eunuchen. Waren kastrierte Männer, die mächtige Posten am Hof der Abbasiden und anderen islamischen Herrscherhäusern jener Zeit einnahmen, obwohl sie versklavt waren. Sie dienten ihren Herrschern. Sie dienten ihrem Herrscher auf viele Weise als höhergestellte Hofverwalter, Lehrer, Schatzmeister, Boten, Leibwächter und Heerführer. Sie überwachten zudem die Anfertigung von Luxusgütern wie diesen mit geschnitzten Elfenbeinen versehenen Sarg. Eine ihrer wichtigsten Pflichten war aber wohl die Sicherung und Verwaltung des Harems. Dadurch arbeiten sie oft mit den mächtigen Frauen des Hofes zusammen. Neben den Abbasiden und den Umayyaden vor ihnen setzen viele Höfe im Laufe der Eunuchen ein, insbesondere jene der chinesischen Tang sowie die Höfe in Byzanz und in Persien der Sassaniden. In allen Fällen war der Grund ihrer Anstellung, dass sie, da kinderlos und fern ihrer eigenen Familie und Heimat, keine anderen Bindung hatten, die ihre Treue gegenüber dem Kalifen und der Oberschicht, der sie dienten, gefährden könnten. Als kastrierte Männer waren sie von den Einschränkungen im Umgang mit Frauen, die für unkastrierte Männer galten, nicht betroffen. Somit hatten sie die Freiheit, sowohl mit Männern als auch mit Frauen am Hof Umgang zu pflegen, sich überall frei zu bewegen und auch im Harem ein- und auszugehen. Eunuchen konnten dadurch als Boten und politische Akteure fungieren, welche das Bindeglied zwischen dem privaten und öffentlichen Bereich des Lebens des Kalifen darstellten. Oft verließ man sich in politisch heiklen Situationen auf sie, um beispielsweise Nachrichten vom Gesundheitszustand oder gar Tod des Herrschers außerhalb des Harems zu verbreiten oder Heere im Bürgerkrieg und bei Aufständen oder Heere in Bürgerkriegen und bei Aufständen anzuführen. Nicht zuletzt konnten Eunuchen wichtige Mitglieder von Fraktionen am Hofe sein, insbesondere jener, welche sich um die Mutter des Kalifen und die Mütter seiner Kinder scharten. Dies hatte jedoch womöglich schreckliche Konsequenzen, wenn sie sich auf der Verliererseite wiederfanden. Ja, würde ich mal sagen, das ist nicht ganz unwahr, ne? Ihr Einfluss schwindet. Ihre Anhänger werden täglich weniger. Kabiha ist eine großartige Frau, Farah. Das war sie, als Elmutter Wakil noch lebte. Aber ihr Sohn folgte ihm nicht nach und somit ist ihre Zeit vorbei. Wenn die Ebbe kommt, wirst du mit ihr ins offene Meer gespült? Ich halte mich von Politik lieber fern, Nasrin. Ich bitte dich. Wir wissen, was du für eine bist. Genug! Die neuen Eunuchen treffen jeden Augenblick ein. Hole sie am Tor ab, Makira. Und benimm dich angemessen. Komm, Nasrin. Neue Bedienstete bedeuten neue Gesichter im Harem. Wenn ich das Gewand eines Eunuchen hätte, könnte ich mich unter sie mischen. So. Wo muss ich jetzt hin?
Finde einen Weg in den Harem. Finde einen Weg in den Harem. Finde einen Weg in den Harem. Nachforschung öffnen. Dahin würde ich sagen. Der ist jetzt verschwunden oder was? Okay. Übrigens, ich schaffe es nicht zur Zeremonie. Doch ich treffe dich danach bei der Jacke. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Ach so. Verschwunden. Das könnte mir passen. Nur blöd, dass es schon jemand trägt. Schaffen wir dich mal aus dem Weg. Ich verstecke den Eunuchen, das funktioniert nicht. Eine Verkleidung kann in bestimmten Orten dabei helfen, nicht entdeckt zu werden, solange du dich unauffällig siehst. Weil wirst du entdeckt, verschwinde in der Menge, um die Tarnung aufrechtzuerhalten. Trage die Tunika. Okay. Jetzt müssen wir mal wieder zurück. Und dann, wo wir hergekommen sind. Wenn du mich fragst, ist es Kalim. Sind wir so komisch gelaufen? Nee. Sind wir nicht. Nabil gewinnt dieses Jahr wieder den Ringkampf? Er wird älter. Wieder unten. Ich wollte gerade sagen, wir sind wieder unten lang gelaufen. Ganz komplett wild gerade. Zeit, mich als Eunuch zu verkleiden. Etwas eng an der Brust und am Bauch. Hoffentlich klappt das. Langsam. Kenne ich dich? Ich bezweifle es. Dies ist mein erster Tag. Ich käme nur ungern zu spät. Makira! Friede sei mit dir! Kennst du ihn, Makira? Ich... Was? Hast du mich bereits vergessen? Nein, nein, ich... Es tut mir leid, der Tag war sehr... Schon in Ordnung, meine Schöne. Mein Gesicht vergisst man schnell.
Im Gegensatz zu deinem. Farah erwartet mich. Unter uns. Sie macht mir Angst. Bitte lass mich nicht zu spät kommen. Lass ihn hinein, Abbess. Möge Allah dich segnen, Sayyidati. Frage ist aber, wo ist das? Was werden wir hier irgendwie hoch müssen? Was machst du da? Ha? Makira, ich wollte nur... In Kabias Gemach einbrechen. Du bist kein Eunuch. Geh, oder ich sage es Nasrin. Oder Farah. Was willst du ihnen sagen? Dass du mich reingelassen hast? Ich bezweifle, dass sie das erfreuen wird. Du bist eine Kahramana, oder? Du erfüllst die Wünsche der Konkubinen. Wann hat dich das letzte Mal jemand nach deinen Wünschen gefragt? Jemand, der nicht urteilt. Jemand, von dem du nie wieder hören wirst. Es muss doch etwas geben, das du brauchst, Makira. Oder willst. Da gäbe es schon etwas. Abbess am Tor. Er hat nur Augen für Farah. Die Umm al-Walad. Mich sieht er nicht einmal an. Aber Farah benutzt Farbe, um ihre Augen größer zu machen. Und wenn ich die auch hätte, glaube ich, dass er... Sprich nicht weiter. Ich helfe dir. Wo finde ich diese Farbe? Im Lagerraum. Aber außer Nasrin darf dort niemand hinein. Farah vertraut ihr bei allem. Selbst bei ihrem Zaubertrank. Farah hat einen Zaubertrank? Nasrin trägt ihn für sie. Und Farah lässt ihn sich geben, wenn sie einen Schluck will. Sie bekommt Mundgeruch davon. Aber ich gebe alles, ihn selbst zu probieren. Und das wirst du auch. Und im Gegenzug, Makira? Was gibst du mir dafür? Den Schlüssel zu diesem Gemach. Augenfarbe und ein Zaubertrank. Dein Wunsch ist mir Befehl. Farbe für die Augen, ein Zaubertrank. Ernsthaft? Hammer. Wir haben keine Einsmünzen. Na, sehr schön. Größere Augen könnten meine Verkleidung aufwerten. Nein, bleib bei der Sache, Basim. Du brauchst den Schlüssel. So, hier kann man was lesen. Über mich sei gegrüßt. Mein Name ist Amir. Ich lebe im Harem. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich spiele gern die Oud. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Sie sind nett. Ich habe einen Geparden als Spielzeug, aber ich hätte gern einen echten Geparden. Sie sind sehr schnell. Wenn ich älter bin, möchte ich ein Entdecker sein und das Land der Ruß sehen, wo es Schnee gibt. Hm. Schlangen im Heiligtum. Als sie mich den Armen meiner Mutter entrissen, war der Gedanke an meine Schwestern mein einziger Trost. Die Vorstellung von einer Welt der Frauen, die meine Zuflucht und meine Stärke sein könnte. Und das war sie auch eine Zeit lang. Doch nun hat sich eine Seuche verbreitet. Die Grausamkeit und der Ehrgeiz, der die Welt außerhalb unserer Mauern beherrscht, hat hier auch hier Wurzeln geschlagen.
Meine Schwestern sind zu Schlangen verkommen. Ich möchte nicht mehr zum Raubtier werden, doch ebenso wenig möchte ich ihr Opfer sein. Über die Welt, wie sie sein könnte. Schwestern, Farah, die Umm al-Walad, hat uns verboten, über die Aufständischen zu sprechen. Doch erkennt ihr nicht auch die Zukunft, die sie versprechen? Wir könnten durch die Welt jenseits dieser Mauern laufen. Kein Mann hier würde es wagen, uns aufzuhalten. Wir dürften ungebeten tanzen, singen und wenn uns danach zumute ist und werden nicht die Dienerin und oder Gefäße eines Mannes. Wir wären nicht mehr der Besitz eines Mannes. Unsere Körper, unsere Entscheidung, unsere Schicksale würden uns selbst gehören. Da gibt es aber eine Menge zu lesen. Ein Wort der Gefallenen. Kleines. Meine Rivalen werden mich bald verdrängen. Ich lehrte sie Ehrgeiz, ich lehrte sie, die Stufen zu erklimmen. Ich kann mich nicht beschweren, wenn ich nun ersetzt werde. Du kannst nur aufsteigen oder abstürzen, doch an dieser Mauer kannst du nicht auf deinem Platz verweilen. Wenn dich der Wind nicht von deinem Fleckchen vertreibt, dann die anderen bei ihrem eigenen Aufstieg. Verliere nicht den Halt, denn unter dir lauert der Schlund des Chaos. Auch ich bekam seine Zähne zu spüren. Dir würde ich dasselbe gerne ersparen. Quabiha. Ja? Ist noch was? Da ist auch noch ein Brief. Achso, über die Welt. Ja, das hatten wir schon. Sorry. Gerade recht. Ich brauche eine ehrliche Meinung zu meinem Gedicht. Die 23. Strophe passt noch nicht. Was ist deine Strophe? Vergiss es, Kleingeist. Was ist deine Strophe? Herrlich. Das werde ich nie brauchen. Was bitte? Was wirst du nie brauchen? Du, bitte sag, dass du Al-Kindi gelesen hast. Leider nein, Sayyidati. Liest heutzutage denn niemand mehr? Also, was ist dieser Zaubertrank? Verstehe. Alkohol. Bitte sehr. Oh, danke. Die anderen sagen, ich wäre zu jung für Farben und Tränke. Aber ich bin nicht zu jung, um zu erfahren, wozu sie sie benutzen. Natürlich nicht. Also, den Schlüssel? Sie wissen nur mehr als ich, weil Sie dieses Buch gelesen haben. Der Garten und seine Geheimnisse. Es geht um Naturkunde, den Körper, seine Geheimnisse. Es ist berüchtigt. Hast du es gelesen? Nein. Farah bewahrt es in den Gemächern des Kalifen auf dem Dach auf. Der Zutritt ist streng verboten. Makira, wir hatten eine Abmachung. Bitte, wenn du nur das Buch holen und in meine Kammer bringen würdest. Sie ist in der östlichen Ecke, links. Na schön. Aber dann den Schlüssel. Farbe, Zaubertrank und jetzt noch unzüchtige Bücher. Ich wollte den Diener spielen, nicht einer werden. Ja.
Sag mal, Trick 17 mal kurz überlegt, ne? Zack. Achso, Nachforschung, ne? Geht das? Ja, es geht. Wir können schnell speichern. Können wir eigentlich da hoch, ohne dass uns einer abmuxen will? Said, hast du dich verlaufen? Du darfst nicht hier sein. Okay. Dran, ne? Er da und er da. Wie? Zeig dir, wenn ich weiß, dass du hier bist. Wir hätten hier den Schlüssel, Alter. Ernsthaft? Das Buch. Willst du mir gerade erzählen? Das wollte ich gerade wissen. Was war das? Da könnte man... Nein! Puh!
Das muss wohl nicht so sein. Misstrauen hält uns auf Zack. Genau. Hier ist nichts. Hey, was war das? So viel zu deiner Beförderung. Verstecken wir da auch. Sehr schön. Eines Kalifen würdig. Der Garten und seine Geheimnisse. Ein zahmer Titel. Aber das war wohl die Absicht. Es gibt Ärger. Ich fühle es. Nicht aufgefallen. Also, dass jetzt keiner an die Wäsche wollte. So, ich bin mal gerade ein bisschen drinne. Ich mach mal schnell speichern. Was haben wir übrigens noch im Inventar hier über? Achso, hier das Buch, ne? Sonst war nix. Und hier haben wir noch die Verkleidung. Jetzt gehen wir zu ihr, würde ich mal sagen.